Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Zwischen Pegnitz und Piazza. Ich bin heute im Hotel-Restaurant Badolino der Familie Longo in der Humboldtstraße und unterhalte mich mit Herrn Pasquale Longo über die Italiener beim Reisen ins Ausland. Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Zwischen Pegnitz und Piazza. Oggi sono nel ristorante Hotel Badolino della famiglia Longo nella Humboldtstraße per parlare col signor Pasquale Longo degli italiani in viaggio all'estero. Herr Longo, wie viele Italiener übernachten in Ihrem Hotel und wann hauptsächlich? Quanti italiani vengono qui a Norimberga e pernottano nel vostro albergo e quando in particolare? Bene, la maggioranza è chiaro sono i tedeschi, però subito dopo seguono gli italiani che rappresentano il 15% dei nostri clienti e vengono per vari motivi, sia per le fiere che anche per vacanze. Per esempio adesso a febbraio abbiamo la fiera del giocattolo, anche la Biofach, la fiera dei prodotti biologici e poi chiaramente l'estate o anche durante il Christmas a Natale. Perfetto. Die meisten Gäste kommen aus Deutschland, aber die Italiener immerhin sind 15% ihrer Gäste und kommen nach Nürnberg aus verschiedenen Anlässen, besonders wegen der Messen. Jetzt kommen die Biofach und die Spielwarenmesse und dann natürlich im Sommer und unvermeidlich wegen des Christkindlesmarkt. Haben die Italiener besondere Wünsche? Gli italiani hanno dei desideri particolari? Sì, per loro è molto importante che si parla la lingua italiana perché spesso non parlano lingue straniere. Certo, also ein besonderer Wunsch ist natürlich die italienische Sprache, weil die Italiener nicht unbedingt andere Sprachen also können. Und was also das Zimmer betrifft zum Beispiel? Riguardo le camere ci sono anche dei desideri specifici, se vuole le faccio vedere una camera. Gehen wir gerne ins Zimmer. Bene, come in tutti gli alberghi offriamo anche noi telefono, minibar, connessione internet e anche certo. Programmi televisivi italiani. Ah, è molto importante. Wie in anderen Hotels natürlich Minibar, Telefon, Internetanschluss und besonders und vor allem italienische Fernsehprogramme. Sì, poi alcuni clienti chiedono anche il cuscino, il secondo cuscino oppure anche un cuscino più duro. Ja, natürlich, also die Italiener wünschen sich vielleicht also ein zweites Kissen und auf jeden Fall vielleicht etwas härteres. Benissimo. Ja. La invito volentieri a una colazione tipica. Ah, benissimo, va bene, 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 grazie. Herr Longo, aber was für einen Service erwartet ein italienischer Gast und welche Unterschiede gibt es zu den deutschen Gästen, insbesondere beim Frühstücken? Signor Longo, ma che cosa si aspetta, che tipo di servizio si aspetta un cliente italiano e quali sono le differenze con i clienti tedeschi, soprattutto per la colazione? Sì, bene, gli italiani si aspettano piuttosto una colazione sul dolce che sul salato, la classica colazione italiana, cappuccino e cornetto, anche un espresso, le fette biscottate in questo senso è raro vedere un italiano che mangia uova con lo speck, per esempio. Also das klassische Frühstück also für die Italiener ist natürlich Süßes, ein Hörnchen, natürlich Cappuccino und Espresso. Und es ist selten, dass ein Italiener zu Eiern und Speck greift. Herr Longo, wie wichtig ist für italienische Gäste ein italienisches Restaurant im Hotel selbst? Macht es schon den Unterschied? Signor Longo, quanto è importante, che importanza ha per clienti italiani avere all'interno dell'albergo anche un ristorante e possibilmente chiaramente un ristorante italiano? Fa già la differenza? Sì, no, è abbastanza importante, anzi direi è molto importante il ristorante italiano. Sappiamo che l'italiano piace la cucina italiana, piace mangiare, per cui torna sempre sui suoi prodotti tipici italiani del paese. Sì, vuol anche provare il prodotto diciamo tipico della nazione, però poi torna sempre, no, per cui è importante che l'albergo, nella scelta dell'albergo ci sia anche il ristorante con la cucina italiana, lo notiamo sempre che insomma sempre, sì. Für die Italiener ist natürlich das Essen sehr sehr wichtig. Sie lieben also gut essen und deswegen
probieren sie natürlich auch also die Spezialitäten des Landes, aber letztendlich mögen sie ihr Essen, ihr italienisches Essen, und ein Restaurant, ein italienisches Restaurant im Hotel ist es ihnen sehr wichtig, und besonders also bei ihnen, sie haben also dieses bekannte Restaurant, das auch also das 25-jährige Jubiläum letztes Jahr gefeiert hatte, und das ist sehr wichtig für Italiener und sie legen viel Wert drauf. Ich danke Ihnen. Und das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch und bis zur nächsten Woche mit einer neuen Sendung von Zwischen Pegnitz und Piazza. Ich erwarte Sie. Vi aspetto la prossima settimana. Non mancate. Ciao.